Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Nordstartplatz auf der Hochries bei Samerberg in Oberbayern. Der Startplatz, der ist hier unten. Ich zeige Ihnen gleich noch einmal mehr aus der Nähe. Ich stehe hier auf der Drachenrampe und hier sieht man auch direkt die Gondelstation, mit der man hier heraufkommt. Von hier hat man auch einen schönen Blick hier ins bayerische Land. Man sieht den Simssee und weiter rechts hinter diesem kleinen Spitz den bekannten Chiemsee. Und das ist auch eine beliebte Flugroute hier, vor allem im Frühling, wenn man im Flachland auch gute Thermiken findet. Dann fliegen viele gerne hier hinaus zum Chiemsee und eventuell einmal rundherum, so ein Klassiker hier. Ja, und einige landen dann sogar auf der Insel am Chiemsee. Da kann man dann mit dem Ausflugsboot zurückfahren ans Festland sozusagen. Hier unmittelbar Richtung Westen, leider nicht direkt sichtbar, da ist Aschau im Chiemgau und die Kampenwand, ein sehr beliebtes Fluggelände. Ja, hier an der Hochries, da geht es thermisch durch die Nord- bis Westausrichtung. Natürlich noch nicht sehr früh los, eher ein Berg für Langschläfer. Und meistens geht es dann erst so um 1, 2 Uhr nachmittags dann gemütlich los. Das heißt natürlich streckenflugmäßig nicht für die ganz großen Strecken, aber wie gesagt zum Chiemsee eine sehr beliebte Runde. Oder weitere Streckenflugmöglichkeiten wären zum Beispiel hier Richtung Kössen, also Richtung Süden und dann zum Teil bis ins Pinzgau, bis zur Schmittenhöhe. Dieser Flug ist sehr, sehr schön auf der Website des Gleitschirmfliegervereins Hochries geschildert. Da lohnt es sich mal reinzuschauen. Generell viele interessante Infos zum Fluggebiet, die man dort auch findet. So sieht der Startplatz aus der Nähe aus. Da drüben bei dem Windfähnchen kommt man über die steile Treppe herunter und dann ist man hier an diesem wunderschönen Naturrasen-Startplatz. Relativ steil, auch nicht extrem groß. Also sollte man sich hier um, da sind so Wänkchen, schon einmal zumindest das Gurtzeug anlegen, alles startklar machen, bevor man dann den Schirm auslegt und sich einhängt. Ja, der Startplatz ist im Grunde nach Norden bis Nord-Nordwest ausgerichtet. Viele Einheimische nennen ihn trotzdem so den Oststartplatz und tatsächlich kann man sich hier auch noch eher bei leichten Ost hinaus schummeln sozusagen. Aber generell natürlich für Ostlagen ist das hier nicht unbedingt ein Fluggelände. Hier fliegt man wie gesagt meistens erst am Nachmittag. Vormittags ist es vom Windsystem oft so, dass man Südwind hat, Rückenwind und nachmittags kommt dann hier der Wind oft sehr schön hinauf. Das heißt, man kann sich hier soarend einfach an der Kante halten oder zu dem kleinen Spitz da hinüberfliegen. Links gleich die Seilbahn. Da sollte man natürlich etwas Abstand zu den Seilen halten. Aber auch hier ist thermikbedingt oft eine gute Idee, gleich einmal links hinüberzufliegen, dann Richtung Weststartplatz. Dort hat man thermisch oft die besten Chancen.